Ja, die Frage war, wie war der Basskurs mit Liesen? Es war mein dritter Basskurs und er war einfach cool. Er war wirklich cool, jetzt muss ich mal auf Seite gehen, weil ich habe wirklich gemerkt, dass man mit jedem Kurs auch immer noch was Neues lernt, selbst beim dritten. Und ich glaube, beim 10., 12. wird man auch noch was lernen. Es war eine sehr interessante Erfahrung, weil dieser dritte Basskurs ja während der Corona-Zeit war. Und aber trotzdem war alles super toll und auch leicht. Also anschließend auch die Leichtigkeit im Kopf, dass man wirklich mal diesen ganzen Scheiß, Entschuldigung, hinter sich gelassen hat, auch wirklich mal aus seinem Kopf gestrichen hat, dass mal wieder Platz war für andere Dinge, und das ist einfach mega super. Und ich freue mich schon auf den nächsten, und das wird dann auch noch nicht mein letzter gewesen sein, denn Bars kann man immer bekommen, Barskurse sind immer cool, weil man immer was lernt. Und da das Ganze ja auch eine Richtung hat von, wie soll ich sagen, Wellness, Richtung Wellness-Ausbildung, wie auch immer, lernt man ja nie aus. Gibt es immer wieder was Neues. Und das ist das Coole dran. Ciao! Hallo, ich bin Sabine und der Barskurs mit Liesen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Kombination, sag ich mal, wie man die Bars wirklich richtig anwendet und ihre Art, sie verkörpert für mich so viel Lebensfreude und Quirligkeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Bars persönlich liebe ich. Für mich eine ganz wunderbare Methode, um wirklich auch blockierte Energien wieder zum Fließen zu bringen. Hallo, ich möchte gerne noch etwas zum Barskurs in Hannover sagen, der dieses Jahr auch wieder stattfindet. Und ich war letztes Jahr auf dem Barskurs, was ein so fröhlicher, harmonischer Kurs, eine ganz leichte, lockere Atmosphäre. Und ich habe das so genossen, wieder Menschen anzufassen zu dürfen und auch empfangen zu können. Und der Austausch, ja, und die professionelle Art auch von Liesen uns, ja, nochmal die Punkte zu zeigen und das zu erklären und einfach Spaß und Freude an diesem Kurs zu haben. Ja, das war schon etwas sehr Spezielles und sehr Schönes. Und wie gesagt, er ist dieses Jahr wieder. Dann habe ich etwas gelernt, das heißt Access Bars. Damals hatte ich keine Ahnung, wie sehr das mein Leben verändern würde und mein Körper. Nicht nur mein Leben, auch mein Körper und wie auch ich mit meinem Körper umgehen kann, wie ich mich selbst empfangen kann. Und jetzt sitze ich hier in Deutschland, in Hannover und darf Bars geben. Und ich freue mich so sehr drauf, noch mehr Bars zu geben und beizutragen, dass Menschen wirklich Sachen loslassen können, die gar nicht ihr sind. Wir haben so viel in unserem Körper verstaut. Wir sammeln Sachen an, Gefühle, Erlebnisse, Energien, und man darf die auch loslassen. Es gibt auch Kurse, Access Bars Kurse, wo du es auch lernst zu geben und du darfst auch was empfangen dabei. Und das ist so schön. Und dann kannst du auch selbst das geben. Zur Familie, Freunde, Bekannte oder auch ein Business, wenn du möchtest. Das geht auch. Und natürlich kann man auch zum Barskurs auch nur kommen, um da zu sehen, was es ist. Oder man möchte es wiederholen und dann schauen, wow. Ich sage immer, das ist wie ein Spartag. Ein Tag, wo du zweimal auch diese Behandlung bekommst und sie auch schenken darfst und in diesen Energien sein darfst für dich und deinen Körper. Ich wollte schon sagen, hätte ich es nicht gewählt, aber ich habe es vor 11 Jahren gewählt und da bin ich so dankbar. Und jedes Mal, wenn ich eine Bar-Session gebe an jemanden, komme ich selbst auch davon. Und was schön ist auch, dass man ein Beitrag sein kann für einen Menschen, aber man ist gleichzeitig auch ein Beitrag für sich selbst.
Und das ist etwas, was mir sehr fremd war. Ich wollte immer gerne jemand anders das geben und schenken. Und das war leicht. Aber zu mir selbst oder empfangen. Aber ich habe gemerkt, dass ich angefangen Bar zu geben, kamen Sachen leichter in mein Leben an. Und das Thema Geld war riesig bei mir. Und da war es so spannend zu sehen. Ah, ich musste empfangen. Da hatte ich anscheinend ein paar Barrieren und ich war sehr, sehr hartnäckig, nicht zu empfangen. Und während ich da Bars bekommen habe, habe ich gemerkt, wow, man kann die ganze Welt empfangen. Und da bin ich dankbar, dass es Access Bars gibt. Und ich freue mich, noch mehr Access Bars Kurse zu geben, um vielleicht dich auch zu treffen.